Wie kalt ist er denn bei dem Wetter? Na, da er sich ja bewegt hat, ist ja nicht so kalt. Wenn es jetzt nur da stehen würde, wäre er ja schon kalt. Aber ich glaube, mir ist da ein bisschen kälter gerade. Aber ich kann ja dem Elefant ans Ohr so fassen und dann merke ich eindeutig, ob dem Elefant kalt ist oder nicht, weil da halt am wenigsten Masse ist. Und das ist so ein Indikator, dass man ungefähr weiß, ob der Elefant wieder rein muss oder ob er noch ein bisschen draußen bleiben kann. Können Sie es auch machen, wenn es jetzt richtig, richtig knackig kalt wird? Also darf sie dann auch raus? Unsere Elefanten, die kommen auch bei minus 15 Grad raus, aber dann bloß so eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann müssen sie wieder rein zum Aufwärmen und so geht es dann den ganzen Tag hin und her, sodass die Elefanten auch beschäftigt sind. In den 20 Jahren, wo ich jetzt hier war, hatten wir gerade zweimal, wo die Elefanten nicht raus konnten, aber weil Glatteis war, dass der Elefant nicht hinfliegt. Aber sonst sind die 365 Tage im Jahr draußen.